Zeichen. Ja, herzlich willkommen zu meinem Webinar Ganzheitliches Wohlbefinden, Balance für Körper, Geist und Seele. Hier erkläre ich euch drei Geheimnisse für euer Wohlbefinden und wie man Zeit und Geld sparen kann. Ihr habt euch angemeldet über meine Facebook-Kampagne, da habe ich mich riesig gefreut. Ja, jemand kann den Ton nicht einschalten, lässt sich bei mir den Ton nicht einschalten. Ich mache eine Aufzeichnung, Corinne. Sorry, die Unterbrechung. Also nochmal herzlich willkommen zum Webinar Ganzheitliches Wohlbefinden, Balance für Körper, Geist und Seele. Schön seid ihr da. Ich habe mich riesig gefreut über jede Anmeldung von euch. Und lasst uns mal starten. So, was ist in dieser Präsentation besonders? Dieses Webinar ist für dich, wenn du Selbstverantwortung für dich und deine Familie übernehmen willst, wenn du dich weiterentwickeln möchtest und dir dein eigenes Wissen aneignen willst, wenn du dein eigener Heiler werden willst und nicht bei jedem Wehwehchen zum Arzt, zur Apotheke oder sogar in den Notfall gehen möchtest. Ich war ja so schockiert, als ich nach Weihnachten gelesen habe, dass Leute mit Erkältungssymptomen in den Notfall gehen. Ich war echt schockiert. Und darum denke ich, es ist wirklich höchste Zeit, dass ich meine Webinare mache. Ja, und dieses Webinar ist auch für dich, wenn du weißt, dass Körper, Geist und Seele zusammenhängen. Darum habe ich ja dieses Bildchen hier gepostet. Und wenn du Kräuterwissen magst und wenn du offen bist für Heilwissen unserer Vorfahren. Ich kann dir versprechen, du wirst in diesem Webinar lernen, was das Wort Schamanismus bedeutet, Schrägstrich ganzheitliches Heilen wirklich bedeutet, wie man mit einer Gratistechnik einfach Depressionen, Burnout behandeln kann, was Magenbeschwerden mit Löwenzahnblüten zu tun haben und wie man schnell und effektiv Grippesymptome lindern kann und eine Grippebombe herstellt. Ja. Bleib bitte bis zum Ende des Webinars aufmerksam dabei, leg das Handy weg, lass dich nicht ablenken, schalte den Fernseher aus. Ich habe ganz viele tolle Sachen. Aber am Schluss gibt es natürlich ein Geschenkli. Und ja, unbedingt dranbleiben. Ja, wer bin ich überhaupt? Ich bin Manuela Ulram Schmidt. Ich habe vor 4 Jahren The Living Harmony gegründet. Ich bin zertifizierte schamanische Beraterin nach Vadim Dzhentse. Ich arbeite seit 2006 mit Energien. Ich bin zertifizierte Feng Shui-Beraterin. Vielleicht, ja, die meisten kennen das sicher. Feng Shui, das ist ja auch die Harmonie in den Wohnräumen, also die Wohnung. Das ist Harmonie und Balance, ja, so wie man wohnt. Ist es auch so eine Reflexion nach außen. Und auch so wie man wohnt, hat auch sehr viel mit Gesundheit zu tun. Ich arbeite auch mit den Himmelsrichtungen, also nur mit den Himmelsrichtungen. Und in jeder Himmelsrichtung ist auch die Gesundheit vertreten. Also damals hat es schon angefangen bei mir, 2006. Ich bin auch Medium, spirituelle Heilerin und ich mache auch noch Tierkommunikation. Ich habe eine eigene Gesundheitspraxis in Diesentis. Das ist im Kanton Graubünden, unser Ferienkanton. Und meine Ausbildung bei Vadim Dzhentse war sehr interessant. Und er ist Schamane in der 7. Generation. Da habe ich sehr viel gelernt und ich habe gedacht, ich möchte auch dieses Wissen euch weitergeben. Ich habe sehr viele Ausbildungen gemacht in Zürich und im Arthur Findlay College in England. Ich war letztes Jahr in einem Workshop in Barcelona am UFO-Kongress und habe über schamanisches Heilen referiert. Und ich wurde ausgezeichnet, also The Living Harmony wurde ausgezeichnet als Spiritual Healing und Coaching Company 2023. Zeige ich euch dann gerade noch mehr. Hier noch mein Zertifikat als schamanische Beraterin. Und gerade zum nächsten Slide. Hier meine Auszeichnung. Spiritual and Healing Company of the Year. Ja, da habe ich mich sehr gefreut, dass all meine ja, Sachen und Kurse ausgezeichnet wurden. Ganzheitliche Heilung, schamanisches Heilen ersetzt keinen Arzt oder Heilpraktiker.
Und also wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Chat. Ich werde zwischendurch wieder den Chat prüfen und sonst machen wir am Schluss eine Fragerunde. So, lasst uns nun direkt ins Thema eintauchen. Wie erreiche ich, dass ich mein eigener Heiler werde, meine eigene Heilerin werde? In meiner langjährigen Erfahrung habe ich festgestellt, es gibt drei große Hindernisse. Viele Leute denken, das ist irgendwie Hokuspokus, das ist eine Sekte und das ist nicht für jedermann. Das ist so ein bisschen der Mindset, dass man meint. Also vor beim Feng Shui, als ich mit Feng Shui angefangen habe, da haben mich die Leute mit großen Augen angeschaut und gemeint, ja, ich wäre jetzt in einer Sekte. Dabei geht es ja nur um die Harmonisierung von Räumen. Also sind sehr viele Hindernisse vorhanden in der Gesellschaft. Ich werde diese drei Hindernisse noch durchgehen und auflösen. Zuerst sage ich aber, was sie in meinem Leben verändert haben. Ich war 11 Jahre auf der Bank. Und ja, es war nicht gerade mein Traumjob. Das ist so ein Symbol für mich. Und ich habe dank meiner Weiterbildungen und so, bin ich so wirklich über meine Kraft gekommen. Und seit 2 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich lebe meine Berufung und ja, mein Herzensbusiness ist ja, was ich jetzt mache. Und auch Wissen vermitteln, das ist mir auch sehr wichtig. Ich war in Zürich an der Lebenskraftmesse 2022, hier sieht man mich da an einem Stand. Und ich war in Barcelona am UFO-Kongress. Ja, und das Leben ist nur noch traumhaft, wenn man seinem Herzen folgt. So, was erwartet dich? Drei Hindernisse und Lösungen. So, zuerst mal diese Fragen. Ja, das ist doch alles eine Sekte, aber nein, es ist keine Sekte. Schamanismus bedeutet in der sibirischen Sprache ganz einfach heilen mit Energie und Feuer. Es geht um die fünf Elemente in der Heilung sowie auch im Wohnraum, wo man Feng Shui macht. Und das Wichtige ist ja, wir alle sind miteinander verbunden. Also wir Menschen sind alle miteinander verbunden, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Und das Ziel ist auch Harmonie für Körper, Geist und Seele. Und was mir auch noch wichtig ist, wir sind auch mit unseren Ahnen verbunden. Und zwar 7 Generationen rückwärts haben wir alle noch irgendwelche Muster, die wir mitbekommen dürfen. Ja, ist so eine ganzheitliche Heilung, ist Hokuspokus? Nein, ist natürlich kein Hokuspokus. Es wird schon seit Tausenden von Jahren praktiziert. Und ja, wir wurden einfach manipuliert in den letzten 100 Jahren, irgendwelche Pillen zu schlucken. Und ja, Menschen, die sich damit Energien befassen und dem Universum, wurden dann halt diffamiert oder so lächerlich gemacht. Ganzheitliche Heilung ist nicht für jedermann. Das ist auch so ein falscher Glaubenssatz. Es ist für alle Leute, die sich interessieren, sich selber zu heilen und die eigene Heilung in die Hand zu nehmen. Aber ich komme dann später darauf zurück. Schamanisches Heilen ist völlig normal. Aber was bedeutet das Wort Schamanismus? Wie gesagt, es ist nicht eine Sekte, das denken viele Menschen. Es ist das Ganzheitliche, was wir betrachten. Und es schließt ein den physischen, emotionalen, mentalen und den spirituellen Aspekt. Und es ist einfach das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele. Hier habe ich noch ein paar Bilder mitgebracht. Ja, die Chakras, das ist sehr wichtig. Unser Chakrasystem, manchmal habe ich das Gefühl, niemand spricht mehr darüber. Aber in den Chakras steckt auch unsere ganze Gesundheit. Das sind so die Motörchen, die uns am Leben erhalten. Hier bin ich im Garten, ja, ich trommle für meine Pflanzen, damit sie schneller gedeihen. Pflanzen sind auch beseelt und haben Frequenzen und sie lieben mein Getrommle. Und natürlich, wir sind verbunden mit den Tieren. Hier so ein kleines Bild von mir und mit 2 Eseln und natürlich die Natur, Mutter Erde und Vater Himmel. Hier noch so einen kleinen Überblick über die Chakren. Wir können die kurz durchgehen. Es ist wirklich sehr interessant. Das Wurzelchakra unten, das rote, das ist für die Erdung, für die Ängste, Durchblutung, wie man kalte Hände oder kalte Füße hat. Ich meine, das hat man ja noch oft. Und dann kann man zum Beispiel einfach vorstellen, rote Farbe geht in die Hände, rote Farbe geht in die Füße.
Und so kann man schon sich selber geistig heilen. Man stellt sich einfach diese Farbe vor, wie die Farbe in die Hand fließt. Es ist, jedes Chakra ist auch mit einem Stein verbunden und auch bei Durchfall oder Verstopfung hilft die rote Farbe. Da kann man das im Kopf visualisieren, wie man rote Farbe in die Chakras reinprojiziert. Dann das Sakralchakra, das Orange, ist dem Stein zugeordnet. Fortpflanzung, Darmkrämpfe und so weiter. Solarplexus natürlich, Wissen, Bauchspeicheldrüse, hier ist auch die Lebensfreude, Leber, Galle, Magen-Darm. Herzchakra steht für Liebe, aber auch für Geldenergie, das ist auch noch wichtig, so wissen viele nicht. Brustkrebs ist ein Thema hier, die Farbe Grün natürlich und hier steht es für den Aventurin. Also wenn man irgendwo so Schmerzen hat, dann kann man auch einen grünen Stein auflegen. Halschakra, Kommunikation, Schilddrüsen, Asthma, Bronchitis, Hals, Nasen, Ohren, Zähne sind hier im Halschakra. Und hier ist der Larimar. Und was ich immer mache, wenn ich Grippe habe, Halsschmerzen, ja, auch ich werde krank oder habe mal eine Erkältung, ich habe mir jetzt einen Larimar und ich tue mir da auf den Hals. Mit einem Kuchitürchli umbinden und ihr glaubt es ja nicht, innerhalb kürzester Zeit gehen die Halsschmerzen weg. Also ich habe schon ewig lang nie wieder Halsbonbons gegessen oder solches Zeug. Sonst nehme ich so natürliche Sachen von Dr. Vogel. Aber dieser Larimar, der wirkt echt Wunder. Und dann der sechste, das dritte Auge hier oben. Das ist die Farbe Indigo, steht für den Amethysten. So. Ist Intuition, Migräne, Sehstörungen und das siebte Kronenchakra für das höchste Bewusstsein. Der weiße Kristall ist hier zugeordnet und Depressionen. Also wenn Menschen Depressionen haben, ist hier das siebte Kronenchakra nicht im Gleichgewicht. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben. Ich hatte ein Burnout 2010, eine mittlere Depression wurde mir diagnostiziert. Und ich arbeitete in einem sehr, sehr toxischen Arbeitsumfeld und ich war auch massiver Arbeitsüberlastung ausgesetzt. Ich dachte zuerst, also ich war richtig so in einem schwarzen Loch. Ich dachte zuerst, für mich gibt es eh keine Hoffnung mehr. Was soll dann noch machen? Die Psychiaterin, ja, die hat mir so einen Krankheitsattest ausgestellt, aber das war dann auch schon alles. Ich bin dann zu einer Heilerin gegangen und sie empfahl mir, die dreimal täglich progressive Muskelentspannung nach Jacobson durchzuführen. Ich hatte das damals noch nie gehört. Und sie sagte mir, in 12 Wochen wäre ich wieder fit. Und ich habe dann gedacht, und das soll mir helfen. Und ich wusste gar nicht, was es ist. Und ich erkläre es euch jetzt. Das Ergebnis war, ich war wieder fit und fröhlich. Nach 12 Wochen und das ohne Medikamente. Und die progressive Muskelentspannung, das ist ein Anspannen von Muskeln und Loslassen. Und ich habe das hier noch beschrieben. Man geht dann von Fuß bis zum Kopf, tut man dann so anspannen. Ich mache es hier zum Beispiel so mit der Faust. Anspannen und loslassen. Und dann anspannen und loslassen. Und man macht das dreimal, macht es dann auch mit dem Bizeps, so anspannen und loslassen. Und am Anfang tönt das irgendwie verrückt, dass sowas helfen kann. Ich habe wirklich nicht daran geglaubt, aber ich habe gedacht, ich habe keine andere Wahl. Es kostet nichts, es ist gratis, ich kann zu Hause auf einem Stuhl sitzen, meine Übungen machen und es ist so interessant und der Herr Jakobsen hat es schon vor 100 Jahren entdeckt, dass diese Anspannen und Loslassen Impulse in das vegetative Nervensystem gibt. Und dadurch auch wieder die Balance kommt. Das gleiche ist mit zum Beispiel Blutdruckausgleich, kann man genau das gleiche machen, anspannen und loslassen. Ist das nicht toll? Es gibt so viel Gratiswissen und ich habe das Gefühl, darüber redet niemand. Und darum bin ich hier und erzähle euch davon. Tja, ist doch alles Hokuspokus, denken ja viele. Im Fernsehen sehe ich das ja nie. Ja, klar, die haben einen Plan. Aber das ist alles falsch. Das ist wirklich ein falscher Glaubenssatz, dass das Hokuspokus ist.
Wie gesagt, es gibt schon seit Tausenden von Jahren. Unsere Ahnen wussten schon um die Heilwirkung von Kräuterritualen und Gebeten. Nun hat uns ja in den letzten 100 Jahren auch dieses Wissen bewusst beseitigt. Hier habe ich noch ein paar Bildchen, Kräuter, ja, und das Universum und Lavendel. Hier habe ich noch ein Beispiel, Magenschmerzen. Ich hatte einen Klienten bei mir in der Gesundheitspraxis mit Magenschmerzen. Und zuerst dachte er so, ja, ist doch ein bisschen Hokuspokus da. Und dann habe ich mit Heilsteinen gearbeitet, seine Chakren aktiviert und dann habe ich ihm empfohlen, Löwenzahnblütentee zu trinken, weil die Farbe Gelb ist ja dem Solarplexus zugeordnet. Und natürlich soll man auch die Farbe Gelb visualisieren für die Heilung. Und der Klient wurde seine Magenschmerzen sehr schnell los und war wieder schnell gesund. Und hier ist so ein gutes Beispiel, wie alles zusammenhängt. Also unsere Natur hat ja, weißt du, was sie tut? Die gelben Löwenzahnblüten, deine und der Solarplexus, wo der Magen zugeordnet ist. Und so sieht man ganz klar, wie alles miteinander verbunden ist. Ist doch nicht für jedermann, das ist doch nur so was für Spinner, Kräuter und Esoteriker. Nein, ist es natürlich nicht. Das ist auch ein falscher Glaubenssatz. Wissen ist Macht. Ganzheitliches Heilen, schamanisches Heilen ist auch für jedermann zugänglich. Kleinen Moment. Muss jemand auf Stumm stellen. So. Es ist für jede Person. Es ist für jedermann, der sich für die Heilung, für Selbstheilung auf der physischen, mentalen, spirituellen und emotionalen Ebene interessiert. Es ist einfach für alle Leute auch, die Selbstverantwortung für sich und für die Familie übernehmen wollen und sich auch weiterentwickeln möchten. Hier noch so ein paar Impressionen. Ja, das bin auch ich, als ich noch auf der Bank arbeitete. Und es ist wirklich für jedermann. Also, mehr kann ich auch nicht sagen. Ich habe ein anderes Beispiel, Grippe. Ja, es ist Winter. Jeder von uns hat vielleicht schon das eine oder andere Grippchen gehabt. Und Grippesymptome und Fieber hatte ich natürlich selbst. Und ich hatte auch Klienten, die kommen dann mit Grippe zu mir. Und ich habe dann gesagt, gut, ihr macht jetzt Zwiebelwickel, das heißt also Zwiebel in die Socken und einen Tee aus Knoblauch, Honig, Cayennepfeffer, Zitronensaft, Ingwer und einen Tropfen Eukalyptusöl. Und dann macht man da einen Tee draus. Und interessanterweise, man fühlt sich am nächsten Tag schon viel, viel besser. Man macht es vielleicht ein paar Mal und ich bin ein großer Fan von Zwiebeln in den Socken. Ihr werdet jetzt vielleicht lachen, aber es ist so gigantisch. Unsere Fußsohlen, die sind sehr, 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 sehr wichtig. Und dort kann man den ganzen Giftstoff herausziehen. Und Zwiebeln ziehen Giftstoff heraus. Und ja, das mache ich halt, wenn ich Fieber habe, wenn ich Erkältungen habe, kommen die Zwiebeln in die Socken und 2, 3 Stunden und ja, fühlt man sich schon einiges besser. Und ja, ich nenne es die Grippebombe. So, ich fasse zusammen. Und in wenigen Minuten werde ich euch einen Weg zeigen, wie du die Hindernisse am einfachsten überwindest und dein Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen und unabhängig und selbstständig zu werden. So, du hast jetzt schon in ein paar Minuten, ja, in knapp 20 Minuten, hast du schon eine geballte Ladung Informationen erhalten. Du weißt jetzt, was das Wort Schamanismus und ganzheitliches Heilen wirklich bedeutet, wie man mit einer Gratistechnik progressive Muskelentspannung nach Jacobsen machen kann und was bei Depression und Burnout wirklich hilft. Du weißt, was Löwenzahnblüten mit Magenbeschwerden zu tun haben und wie man schnell und effektiv Grippesymptome lindern kann und eine Grippebombe herstellt. Also du hast jetzt schon eine gute Ladung Wissen in kurzer Zeit. Hat jemand eine Frage?
Gut, dann würde ich sonst weitermachen. Seid ihr noch alle da, noch nicht eingeschlafen? Hat jemand schon mal gehört von der progressiven Muskelentspannung? Du könntest mir in den Chat schreiben. Ich mache jetzt mal weiter hier in der Präsentation. So, ihr seid noch alle da. Herzlichen Glückwunsch. Und hier, ihr habt schon einiges gelernt. So, jetzt seid ihr dran. Jetzt geht's an die Umsetzung für dich. Und ich habe einen kleinen Plan zusammengestellt. So, hat das bis jetzt dir gefallen, was ich dir erzählt habe, was ich hier präsentiere? Gefällt dir das? Dann bleib weiter dran. Ich freue mich sehr und freue mich, was jetzt kommt. So, ich habe einen Online-Kurs kreiert. So, ich gebe dir meinen siebenteiligen Online-Kurs über schamanisches Heilen, in dem ich einen einfachen Plan entwickelt habe. Ich habe den siebenteiligen Kurs, einen Einführungskurs schamanisches Heilen. Ich habe zu jeder Lektion einen Skript zusammengestellt. Und es gibt total 122 Seiten, die ich selbst geschrieben habe. Es gibt die Gratis-Mitgliedschaft bei der Living Harmony. Ich habe eine private Facebook-Community mit Gleichgesinnten und jeden Monat machen wir einen Zoom-Call. Also, ich möchte so eine Art Family aufbauen. So, Inhalt schamanisches Heilen werde ich jetzt noch dann ein bisschen im Detail erklären. Und zwar, hier geht es um in Lektion 1, hier geht es um Intuition, Selbstliebe, Achtsamkeit. Wie erkennt man Energievampire? Und zwar knacken wir den geheimen Code, wie man diese Menschen erkennt und wie man sie schützen kann. Und in der ersten Lektion habe ich ein Skript von 7 Seiten. Wir fangen ja mal wenig an. Und ich habe einen Test. Wie erkenne ich Energievampire? Wie gut ist meine Intuition? Und am Ende jeder Lektion gibt es immer so eine kleine Aufgabe. Und zwar ist die kleine Aufgabe, dass wir uns am nächsten Mal im Community Call uns austauschen können. Also es sind ganz einfache Sachen, aber es geht auch um den Austausch unter den Gleichgesinnten. In meiner zweiten Lektion habe ich die drei Zwecke des Schamanismus, 5 Elemente, Krafttiere. Ich zeige euch, wie man die Aura lesen lernt. Wie findest du deine eigene Aurafarbe? Die Bedeutung der Chakren und welche Organe und Krankheiten verankert sind und wie du das heilen kannst. Was sind Seelenanteile? Wie merke ich, dass ich einen Seelenanteil verloren habe? Wie hole ich das zurück? Und hier habe ich wieder praktische Übungen. 18 Seiten. Ja, wir steigern uns mit den Seiten und wieder eine kleine Aufgabe. Lektion 3. Wir machen ein Geldritual. Ja, Geld ist wichtig, Geld soll zu uns fließen, Geld ist Energie und wir alle brauchen Geld. So, wir machen dann ein Geldritual. Ich zeige euch das live in meinem Kurs. Die schamanischen Werkzeuge, wie man Wünsche-Rituale macht, wie man auch Depressionen lindert mit Hühnereiern und Wasser, Heilung mit den Elementen. Die Kraft der Farben und Essen nach dem Bubble-System. Und hier gibt es 23 Seiten Skript und praktische Übungen und eine kleine Aufgabe. Lektion 4. Hier gibt es magische Tipps für Glück und Liebe. Hier geht es um spirituelles Heilen, Heilen mit Symbolen. Die Kraft der Visualisierung, das ist sehr wichtig. Aura-Chakra-Reinigung und Heilsteine. Und wir sind bei 19 Seiten für diese Lektion zum Nachlesen. Also alles sehr gemütlich, jeder nach seinem Tempo. Lektion 5, Chakras wieder. Ja, ich weiß, ein bisschen Chakras, aber sie sind so wichtig. Heilung mit Klangschalen, Liebes-, Magie- und Zauberritual. 14 Tipps für energetische Reinigung bei Streit, bei Angst. Es geht um 12 Baumarten und die Heilwirkung und Mudras. Das ist so Finger-Yoga, wo man sich selbst auch heilen kann, wenn man so gewisse Übungen macht. Mein Foto rechts, ja, das bin ich. Ich liebe Bäume zu umarmen. Es ist so kraftvoll, es tut so gut. Ich spreche mit dem Baumgeist. Und ja, es ist wirklich Heilung. Also, wo man ist, ja, man kann einen Baum umarmen und
Einfach aufhören zu denken, was jetzt vielleicht die anderen denken, wenn ich mich sehe, einen Baum zu umarmen. Ist eh wurscht. Einfach machen. Ja, dazu gibt es wieder 12 Seiten, praktische Übungen und eine kleine Aufgabe. Die zweitletzte Lektion, da tauchen wir weiter ein in Kräuterwissen. Von Arnika bis Venushaar sind die Kräuter, die ich da euch präsentiere. Aromatherapie. Richtig gesund, toxische Beziehungen, die krank machen. Also das heißt Beziehungen, es muss nicht nur im eigenen Familie sein oder im Haushalt, es können auch ja geschäftliche sein, auf dem Arbeitsplatz, auch das sind so Arbeitsbeziehungen. Dann natürlich die progressive Muskelentspannung im Detail beschrieben. Wie erweitere ich meine Aura? Räuchern ist natürlich wichtig, Schutz, Reinigung, Magie. Und hier gibt es 14 Seiten praktische Übungen und am Ende der Lektion immer eine kleine Aufgabe, damit wir in unserem Community Call auch uns austauschen können. So, das ist die 7. Lektion. Hier geht es weiter, ja, Kräuter und Gemüse selber anbauen. Ich möchte auch euch inspirieren. Jetzt kommt der Frühling. Ja, auch wenn man eine kleine Wohnung hat, vielleicht einen Kräutergarten zu machen. Hier geht es auch um Inspiration. Ich möchte euch die Pflanze teilen, Calycia fragrans, die Pflanze der Zukunft. Eine sehr kraftvolle Pflanze mit 21 Rezepten. Diese Pflanze ist in der Schweiz verboten. Ich habe sie trotzdem bekommen, auf großen Umwegen über Deutschland. In Deutschland ist sie frei verfügbar, nur in der Schweiz dürfen wir sie nicht kaufen. Sie ist viel zu heilsam für die Schweiz. Da wird ja die Farmer nichts mehr verdienen. Aber keine Angst, man kriegt die Pflanze über Umwege. Dann Manuka-Honig und die Heilwirkung. Manuka-Honig, ein sehr wertvoller Honig aus Neuseeland. Dann werde ich euch über Aprikosenkerne erzählen und die Heilwirkung. Schamanische Kräutermedizin und Auraöle. Dazu gibt es auch ein Skript, praktische Übungen und eine kleine Aufgabe. Und das ist so meine Übersicht über meinen Kurs über schamanisches Heilen. So, was du bekommst, meinen 7-teiligen Kurs mit 112 Seiten zum Nachlesen. Der Wert 999. Dazu gebe ich dir einen Bonus. Einführung schamanisches Heilen, dreiteilig. 178 der Wert und einen Gesamtwert. Aber es wird noch viel, viel besser, also einfach dranbleiben. Es ist wirklich genial. Und zwar habe ich hier das nochmal zusammengeschrieben. Diesen Kurs, Energievampire, Aura, Trinkwasserprogrammierungen. Du kannst ganz einfach dein Trinkwasser programmieren. Liebeszauber, Kräuterwissen, Geldritual. Es ist unendlich. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ja, und zu jeder Lektion gibt es die Mitgliedschaft natürlich und hier der Bonus. Und ja, das wäre der Betrag 1177, der jetzt ein Teilnehmer für mein Einzelcoaching bezahlen würde, wenn ich sie persönlich betreuen würde. Aber meine Coaching-Teilnehmer haben auch erkannt, dass sie in ihr Wissen investieren müssen, um unabhängig und selbstständig zu sein. Und hier habe ich einen kleinen Auszug. Das ist Nick Alvear, er ist Filmproduzent. Und ohne Nick wäre ich heute nicht hier. Nick hat mich im Dezember 2022 inspiriert, einen Online-Kurs zu machen. Und als er mir sagte, ich hätte so viel Wissen, ich soll einen Kurs machen, war ich zum ersten ein bisschen schüchtern. Und gedacht, ich und Kurs um Himmels Willen, habe das doch noch nie gemacht, ich habe doch keine Ahnung. Und habe mich so inspiriert. Und ja, dank ihm bin ich heute hier, erzähle ich euch das. Und ja, meine englischen Kurse sind dann bei ihm auf der Homepage. Also ich habe auch englische Kurse, also Deutsch, Englisch und Englisch mit spanischen Untertiteln, falls es jemand interessiert. Aber großes Dank an Nick, der mich so an mich geglaubt hat und mich so inspiriert. Ja, das zu machen. Und bin ich ihm sehr, sehr dankbar. So, ich weiß aber, die Summe von 1177 ist sicher zu hoch in der aktuellen Situation, was ich auch sehr gut verstehen kann. Obwohl, das Investment ist es absolut wert. Ich biete wirklich sehr, sehr viel. Aber was wäre es dir wert?
wenn du nie wieder stundenlang in einem Wartezimmer eines Arztes warten müsstest. Wenn du mit dieser Abkürzung sofort selbstständig, unabhängig Wissen aneignen kannst und wenn du in Kürze deine Gesundheit für dich und deine Familie in die eigene Hand nimmst. Und dann schonst du noch dein Budget und hast mehr übrig. Wissen ist Macht und schamanisches Heilen ist unbezahlbar. Ich biete dir aber nicht nur meinen Kurs an, sondern ich biete dir noch viel, viel mehr an. Hier habe ich noch ein paar schöne Fetterle, so eine kleine Übersicht so über Heilen, Geld, Natur, Pflanzen, Kräuterwissen. Ich habe noch Bonus 1 und 2. Und ich habe ein Sonderangebot zur Produkteinführung. Und zwar mache ich das als einmaliges Angebot für 379 Euro. Wie gesagt, es gibt ein Skript, die Mitgliedschaft, Zoom-Call, Community und so weiter. Ja, und jetzt poste ich mal schnell den Link. Kleinen Moment. Falls es euch interessiert, würde ich mich riesig freuen. So. Ich habe ich gerade in den Chat den Link gepostet. Und so, sind wir jetzt da? Jetzt finde ich meine Präsentation nicht mehr. Okay, Moment. Seht ihr noch was? Jetzt habe ich den Link gepostet. Da, jetzt. Jetzt habe ich wieder gesehen. Ja, jetzt habe ich euch gerade den Link gepostet. Falls euch das interessiert, würde mich natürlich riesig freuen. Und ich setze noch einen drauf. Also bleibt dran. Du hast absolut kein Risiko. Wirklich kein Risiko. Wenn du jetzt sagst, innerhalb von 30 Tagen nicht über mehr Wissen verfügst, obwohl du die Lektionen aus dem Kurs befolgt hast, bekommst du dein Geld zurück. Ja, das ist wirklich so. Und das ist ohne Wenn und Aber, wenn du sagst, gefällt mir nicht, einfach, ohne Erklärung, sagst du nein, ich wusste schon alles, kein Problem. Erstatte ich dir alles zurück. Und ich kann dir diese Garantie anbieten, weil ich weiß, dass meine Kurse viel Wissen enthalten. Viel schamanisches Wissen, das ich von meinem schamanischen Lehrer kennengelernt habe. So, mit dem Kurs Schamanisches Heilen wirst du selbstständig, unabhängig Wissen aneignen. Nicht mehr stundenlang im Wartezimmer eines Arztes warten müssen, denn Wissen ist Macht und deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, ist in der heutigen Zeit sehr wichtig. So, bevor ich nun die häufigsten Fragen beantworte, noch ein enorm wichtiger Punkt für alle Anfänger oder Einsteiger, die haben manchmal Fragen oder Angst, wie, wo, was, was ist, wenn ich nichts weiß. Kein Problem. Ich biete dir zusätzlich unlimitierten Support. Ich beantworte sehr schnell E-Mails, innerhalb von 24 Stunden. Ich habe eine private Facebook-Gruppe gegründet. Wir sind verbunden. Ich habe Facebook und Instagram und TikTok und wir machen einen Zoom-Call und so eine Familie aufbauen. Und einfach dran denken, du bist nie allein. Und das ist mein Geschenk noch an dich. Es wird nämlich noch viel besser. Und damit beseitigen wir alle Hindernisse, die dir bisher den Erfolg gekostet haben. Du hast nun zwei Möglichkeiten. Du tust nichts. Du machst so weiter wie bisher. Du hoffst auf ein Wunder und dass sich dein Leben dann irgendwann mal von selbst ändert. Das wird so nicht passieren und du weißt es auch. Die zweite Möglichkeit, du investierst jetzt in dich selbst, in dein Wissen und in die konkrete Umsetzung. Und du übernimmst das Ruder für dich und deine Familie. Was wäre, wenn morgen die Apotheken dicht machen? Hast du einen Plan? Weißt du, wie du natürliches Antibiotikum herkriegst?
Das Ganze ohne Risiko und einmalig für 379 Euro. Wie gesagt, ihr Skript, Bonus, Mitgliedschaft und Zoom-Call. Ich habe den Link in den Chat gepostet. Ihr könnt ihr mal anschauen, anklicken. Und du möchtest dir eine Frage stellen und ich habe danach noch ein Geschenk für die ersten 20 Teilnehmer. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du jetzt für den Kurs schamanisches Heilen entscheidest? Dadurch nie wieder stundenlang ja, bei einem Arzt in der Arztpraxis warten musst und du selbstständig und unabhängig wirst. Wenn du innerhalb von wenigen Monaten mehr Zeit und mehr Geld hast, weil du nichts mehr aus der Apotheke brauchst oder von einem Arzt. Und wenn du endlich dann all das machen könntest, was du dir schon immer gewünscht hast, weil du viel gesünder bist und Ende des Monats hast du viel mehr Budget übrig. So, wie würde dein Leben aussehen? Ja. Das wäre einfach fantastisch. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen. So, wie ist es wirklich? Ja, für mich und für meine Kunden ist es ganz normal, dass man selbstständig und unabhängig der Meister des eigenen Glücks und der Gesundheit ist. Auch meine treuen, langjährigen Kunden haben sich viel Wissen angeeignet. Sie setzen aufs schamanisches Wissen, auf dieses Ganzheitliche und haben selbst auch Verantwortung für sich übernommen. Denn Wissen ist Macht und das Wissen kann einem niemand wegnehmen. Ich habe euch noch ein Muster hier von einer Klientin. Sie ist Flugbegleiterin bei der Lufthansa. Sie hatte Diagnose Arthritis in den Füßen und ich hatte ihr dann empfohlen, gefrorenes Leitungswasser zu trinken, also Leitungswasser einfrieren, in eine PET-Flasche einfrieren, auftauen und dann das über 12 Wochen hat sie das dann getrunken und ihre Arthritis war verschwunden. Also es ist einfach, und es hat nichts gekostet. Ihr Arzt wollte schon Strahlentherapie machen und sie ist dann zu mir gekommen und dank meiner Ausbildung konnte ich ihr helfen und ihr Arthritis ist verschwunden. Es braucht ein bisschen Geduld, das ist klar, aber es hat es waren ja etwa so 10 bis 12 Wochen brauchte sie schon. Und ich habe es selbst ausprobiert, auch mit dem gefrorenen Leitungswasser. Ich hatte ein komisches Knie, ich hatte kein Gefühl mehr im Knie und ich konnte mein Bein gar nicht mehr hochhalten. Und bei mir ging es auch um 12 Wochen und dann war alles weg. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, was man da alles lernt. Und ich war auch nie bei einem Arzt. Ich probiere mich immer selbst zu heilen. Ich sage mir immer, solange meine Knochen in der richtigen Position sind, brauche ich keinen Arzt. So, das funktioniert für alle Menschen, die sich für Heilung und Selbstheilung interessieren und auch für dich. So, jetzt habe ich dir noch ein Geschenk versprochen. Die ersten 20 Teilnehmer vom Kurs Schamanisches Heilen bekommen von mir persönlich noch eine Planetencode-Beratung. Das ist Astrologie, Numerologie und das ist ganz was Tolles. Planetencode beinhaltet, ja, ich arbeite mit dem Pentagramm. Beinhaltet die Analyse deines Geburtstags. Es gibt eine persönliche Beratung über Zoom. Da wird die Energie analysiert. So, was bringst du zu deinem Geburtstag in diese Welt mit? Und es ist wirklich sehr interessant, was wir alles mitbringen. Und ich mache da eine Beratung über Zoom. Und da sieht man dann, ja, wo sind die Hindernisse, wo sind die Stärken, wo darf man dazulernen, was sind die Themen? Und es trifft immer auf alle zu. Also ich hatte gerade gestern eine Kundin, ja, sie war auch baff, was ich aus ihrem Geburtstag alles analysieren konnte. Und es gehört auch zu meiner Ausbildung vom russischen Schamanismus als schamanische Beraterin. So, mein Angebot ist noch gültig bis Ende Februar. Ich poste es nochmal hier rein. Kannst gleich draufklicken. Ich habe bis zum 28. habe ich noch diesen Preis. Und denk daran, du hast wirklich absolut kein Risiko. Du kannst das auch wieder nach 30 Tagen zurückgeben. Ich möchte noch mal kurz erinnern, was du alles bekommst, wenn du jetzt handelst.
Es ist der siebenteilige Kurs Schamanisches Heilen, 112 Seiten, Mitgliedschaft, Community, Zoom-Call, den Gratiskurs, Einführung und Astrologieberatung. Also ein Riesenpaket, das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen. So, und was passiert, nachdem du den Button klickst? Den habe ich jetzt gerade gepostet. Die nächsten Schritte sind, du klickst dann auf den Button, den ich gerade im Chat reingetan habe. Du kommst dann in Digistore. Digistore ist mein Abwickler, der wickelt meine Bestellungen ab. Du kommst auf ein Bestellformular, gibst deine Bestelldaten ein, schließt den Vorgang ab und sicherst damit ohne Risiko deinen Platz. Du hast sofort Zugang zu meinem Kurs, lebenslänglich. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Wenn du da mal rein drin bist, hast du Zugang zu den Kursen lebenslänglich. Viele machen zum Beispiel so 3 Monate, aber das will ich nicht. Man soll sich auch Zeit nehmen für die Kurse und hast lebenslänglich Zugriff und kannst direkt loslegen. Und das sieht dann so aus, du klickst auf den Button im Chat und dann kommst du hier in den Digistore. Da habe ich nochmal eine Zusammenfassung, was du alles bekommst. Es ist für Anfänger geeignet, du brauchst absolut keine Vorkenntnisse. Gibst dann einfach deine Daten unten ein, runterscrollen und dann klickst du hier auf Jetzt kaufen. Ja, weil ich das als Muster habe, ist halt die Mehrwertsteuer der Schweiz drin. Je nach Land ist natürlich andere Mehrwertsteuer drin. Ja. Und natürlich, mir ist es so, so wichtig, dass ich so viele Menschen mit diesem Kurs, ja, irgendwie ja, haben können. Das ist mir so wichtig. Und darum habe ich auch entschieden, ich möchte Ratenzahlungen anbieten. Also die erste Zahlung ist 199 Euro. Man kann das in 3 Monaten zahlen, 100 Euro. Es wird halt nachher ein bisschen teurer. Das ist nicht wegen mir, das ist wegen Digistore, weil die halt auch noch Provision wollen. Und das ist mir wichtig, dass ihr das wisst, ja, dass ihr das in Raten zahlen könnt. Und eines kannst du mir wirklich, wirklich glauben. Ich habe so viel Herzblut in diesen Kurs gesteckt. Ich habe 8 Monate daran gearbeitet, jeden Tag. Und dass wirklich so viele Menschen davon profitieren können. Ich habe ein Editing-Team gehabt in Spanien, in Barcelona. Die haben mir die Videos geschnitten mit Untertitel, auch in Deutsch zum Teil. Ich habe ein Intro, ein Outro, also dass es richtig so schön ist. Und ich habe wirklich so viel reingesteckt. Und ja. Mein ganzes Herzblut steckt in diesen Kurs und ist ein bisschen mein Baby. Es war natürlich auch herausfordernd und ich habe wirklich auch lange am Inhalt perfektioniert, am Skript perfektioniert und selbst natürlich auch alles getestet, weil ich will unbedingt das perfekte Werkzeug geben, ja, um auch Lösungen aufzuzeigen, damit auch du keine Sorgen mehr um Gesundheit, Geld und Liebe machen sollst. Ich bin auch wirklich stolz auf mich, dass ich diesen Kurs gemacht habe. Ja, dank Nick Alvear aus Kalifornien habe ich das umgesetzt. Und ich habe mir auch zu meinem Ziel gemacht, dass jeder meiner Kunden damit auch erfolgreich wird und das damit umsetzen kann. Ja, vielleicht zögerst du noch und denkst, oh, das ist eine Sekte, das ist Hokus Pokus, das ist doch nur für Idioten und Spinner, das funktioniert doch nicht. Das ist doch für mich viel zu hoch. Aber du hast jetzt schon in den ersten 20 Minuten meines Webinars schon erfahren, was das Wort Schamanismus wirklich bedeutet, dass man eine Gratistechnik hat, die einfach Depression und Burnout behandeln kann. Und ich erzähle hier wirklich nur Sachen, die ich auch selbst erlebt habe. Also ich bin jetzt auch schon 52, ja. Und ich habe auch schon einiges erlebt. Und du hast schon gelernt, wie man Magenbeschwerden mit Löwenzahnblüten zu tun haben und wie man das behebt und wie man Grippesymptome lindern kann und gar keine Apotheke braucht, nur eine Hausapotheke. Das ist das Einzige, was man braucht. Tja, schamanisches Heilen ist für dich, auch wenn du absolut Anfänger bist, das habe ich schon erwähnt, keine Vorerfahrung. Und es hat schon vielen Kunden geholfen, wieder gesund zu werden. Es kommt nämlich sehr darauf an, wie man sich fühlt und auch dein Mindset ist sehr wichtig. Es ist vor allem auch für dich, wenn du null Ahnung hast, dann
ist die Selbstheilung, ja, und sogar noch zweifelst. Das ist absolut kein Problem. Ja, dein Investment heute ist 379 Euro. Bis am 28.02. habe ich das verlängert. Ab März kostet der Kurs wieder 6,78. Und die ersten 20 Teilnehmer bekommen meine Astrologie-Numerologie-Beratung. Das ist auch immer so spannend zu sehen. Ja, und viele Leute kaufen teure Handtaschen. Wir Frauen, ja, ich weiß, man, die Handtaschen. Ich bin jetzt zum Glück langsam aus dem Alter draußen mit meinen Handtäschle. Ich habe das durch. Ich kaufe mir lieber eine schamanische Trommel. Diese Zeiten sind bei mir vorbei zum Glück, aber ich kenne das, ja, das Handtäschle. Und ja, man kauft iPhone, Handtaschen, Fernseher, keine Ahnung, und gibt jeden Monat so viel Geld aus. Ja, und was hat man dann? Es war schon ein schönes Täschle, aber eben, ich sage immer, Wissen ist Macht. Und du hast wirklich absolut kein Risiko und du kannst es jetzt austesten. Darum ist heute der perfekte Zeitpunkt. Sichere dir das Angebot bis zum 28. So, nun bevor ich diese Präsentation nun beende, möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben, der mich persönlich sehr motiviert, aktiv zu werden. Stell dir vor, was wäre, wenn das Wissen aus dem Kurs Schamanisches Heilen schon vor einem Jahr gehabt hättest? Mit diesem Wissen, was ich heute habe, hätte ich für meine krebskranke Mutter viele Alternativen zur Chemotherapie bieten können. Meine Mutter starb im März 2020 und damals ja, fehlte mir noch Wissen. Und als meine Mutter diese Diagnose bekam, sagte sie zu mir, was ich machen würde. Wenn ich diese Diagnose hätte, habe ich gesagt, ja, ich würde alternativ natürlich heilen, wie spirituelles Heilen, was auch immer es gibt. Aber ich hatte damals dieses Wissen noch nicht. Und jetzt so im Nachhinein denke ich, würde meine Mutter noch leben? Aber man kann nicht jeden retten, das ist ganz klar. Aber die Chemotherapie hat sie dann am Schluss ja wirklich in die geistige Welt verfrachtet, kann man so sagen. Was wäre, wenn du hättest vielleicht viele Situationen vermeiden können? Wäre es nicht mehr so hoffnungslos, verzweifelt? Hättest du sicher schon vor einigen Monaten direkt deine Gesundheit und dein Glück selbst in die Hand genommen? Du würdest dir und deiner Familie vielleicht jetzt zur Seite stehen und mit viel Wissen, wie ich damals. Also hatte ich kein Wissen, jetzt habe ich ganz viel Wissen. Und unnötige Arzt-, Apothekerkosten zu vermeiden, sodass auch mehr übrig bleibt. Weil bei einmal geht man in die Apotheke, ich kann mich noch so früh erinnern, dann bekauft man ein paar Sachen, in der Schweiz sowieso Katastrophe. Und irgendwie ist man wieder 100 Franken los und weiß gar nicht, was man hat. Ja, und wenn man mehr Geld übrig hat, hat man auch ein bisschen mehr Freude. Man kann sich wieder mal einen Restaurantbesuch leisten, ein bisschen in Urlaub fahren, ein bisschen mehr und Städtereise machen. Es ist aber noch nicht zu spät so. Wenn du heute nicht startest, wirst du dich vielleicht in einem Jahr gewaltig ändern. So, der zweitbeste Zeitpunkt zum Starten war vor einem Jahr. Der beste Zeitpunkt zum Starten für dich ist jetzt. Am 26. März sehen wir uns dann im Zoom-Community und können uns austauschen, wenn du jetzt startest. Darum sichere dir jetzt das Premium-Angebot, das ich dir jetzt nochmal in den Chat tue. So. Ja, und hiermit ist die Präsentation zu Ende. Handle jetzt, setz das Wissen auch praktisch um. Du hast kein Risiko mit meiner Garantie für meinen Kurs über ganzheitliches Heilen. Wissen ist Macht. So, nun wünsche ich dir viel, viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir uns dann Ende März wiedersehen. So, hier habe ich noch meine Kontaktdaten. Und ich mache jetzt mal, ich gucke jetzt in den Chat wegen Fragen und ich mache jetzt noch ja, den Chat schnell auf und schaue, was hier alles für Fragen sind. Kein Moment, ich gehe mal schnell durch. Nein, die Präsentation gibt es nicht nach dem Webinar. Es gibt eine Aufzeichnung.
Was ich euch schicken kann, Präsentation selber nicht. Ja, das ist eine Facebook-Gruppe. Ja, kannst du eingeben, der Living Harmony, Sabine. Kleinen Moment. So, am Schluss, Moment. Ups, wo habe ich jetzt wieder geklickt? So. Genau. Meine Kontaktdaten. So. Jetzt mache ich noch den Chat auf für Fragen. Also den Chat habe ich schon angeschaut. Wer hat Fragen? Stellt mir alle Fragen, die ihr habt. Habt ihr schon reingeklickt? Ich mache sonst mal die Aufzeichnung, mache ich zu. Und bleibt noch dran. Und dann machen wir zu. Also mal vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt auf jeden Fall dran, dass wir noch die Fragen klären können. Und ich habe hier sonst noch meine Projekte 2024. Ich bin nächste Woche in einem Kurs für Tierkommunikation. Ich habe im März eine Ausbildung, ein Wochenende über Ahnencode. Ja, das sind auch viele Sachen und Krankheiten, die wir von unseren Ahnen übernehmen, Muster. Schamanisches Heilen geht online in den US-Markt, mein Kurs. Und im Mai bin ich wieder in England in einer Ausbildung. Und ich mache noch zertifiziertes Medium, also Healing Mediumship in England. So, das sind meine Projekte. Bleibt dran. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich stoppe jetzt das Recording und dann können wir zusammen noch eure Fragen beantworten. Ich stoppe jetzt mal die Freigabe. So, und dann stoppe ich die Aufnahme. Kleinen Moment.